Oben links und weg. Wem das zu schnell war, dem zeige ich jetzt nochmal ganz in Ruhe, was das hier für ein Tweak ist, den ihr kurz gesehen habt. Er nennt sich Beta HUD, also Beta Head-Up Display, und ist erhältlich in der Big Boss Repo, kompatibel mit iOS 7 und iOS 8. Und der Tweak ist kostenlos. Nach der Installation müsst ihr hier keine Einstellungen vornehmen. Es gibt nichts in den Settings, was ihr verändern könnt. Und der Tweak macht nun Folgendes. Der wechselt einfach das Head-Up-Display, wenn man hier die Lautstärke verändert, nach links oben. Normalerweise ist die ja ganz mittig im Screen. Wen das stört, der kann die also hiermit nach links oben bringen. Und die blendet also sehr schnell aus, unter einer Sekunde. Ihr seht, wenn ich hier nur einmal was verändere, wird es nur ganz kurz angezeigt und dann verschwindet das Head-Up-Display auch schon wieder sofort. Und das ist dieser Tweak. Das ist BetterHUD, kostenlos erhältlich in der Big Boss Repo. Ein kleiner, einfacher Tweak für alle die, die gerne das Head-Up-Display oben links haben möchten und es nicht lange sehen wollen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute, und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Mi AppleCat. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Okay, Leute, ihr wisst, wie es läuft. Schaut mir jetzt ganz, ganz tief in die Augen. Ihr wollt alles wissen über Smartphone, Tablets und Co. Ihr interessiert euch für iOS, Android und Windows Phone und wollt wissen, wie ein Jailbreak funktioniert, wie ihr eine Root auf Android macht und was man dann mit den ganzen tollen Cydia-Tweaks anstellen kann. Außerdem spielt ihr gerne und schaut euch gerne mal ein Unboxing an. Auch Tutorials und Anleitungen sind für euch interessant. Dann geht jetzt zu YouTube und abonniert Mi AppleCat. Die Katze hat gesprochen. Mi AppleCat. Auch bei Facebook, Twitter und Google Plus und bei www.miappleCat.jimdo.com. Wir sehen uns. Raus!